Wahrscheinlich werdet ihr mir die Geschichte gar nicht glauben. Ja, ich würde sie ja auch nicht glauben, wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte. Ach, erlebt, was sage ich erlebt? Immer noch erlebe. Mir, Anton Pfister, Schriftsteller, Tulpenstraße 5, Parterre, erste Tür rechts. Ausgerechnet mir muss sowas passieren. Aber hübsch der Reihe nach. Begonnen hatte es ganz harmlos. Herr Pfister, da schwimmt doch was. Wo? Ja, da in der Mitte vom Bach. Ist ein Tier, sehen Sie's? Ach, tatsächlich. Du, das sieht aus wie eine Katze. Tote Katzen. Ja, wieso denn tot? Sieh mal, die ist nicht tot, die hält doch den Kopf übers Wasser. Siehst du? Ja, jetzt sehe ich's auch. Aha. Und wie die rudert, damit sie aus der Strömung rauskommt. Herr Pfister? Ja? Da müssen wir helfen. Kommen Sie schnell, da vorne macht der Bach eine Biegung. Da können wir sie ganz bestimmt erwischen. Ja. Jetzt entsteht. Kommen Sie. Ja, ich komm. So, ich versuche mal, auf den Stein zu springen. Ah, Maxel, halt mich, damit ich nicht das Übergewicht bekomme. Ach, ich glaube, jetzt kann ich sie erwischen. Also, Mieze, daher, komm, schwimm her, daher, Mieze, komm. Die merkt, dass wir ihr helfen wollen. Die schwimmt direkt auf uns zu. Ja. Komm, Mieze, komm. Ja, die erwischt den Stecken. Komm, Mieze, da, schwimm, prima. So, Katzentier, komm her. So ist es recht. Ja. Da haben wir dich ja. Ja, wie die aussieht und das Fell so an ihr Kopf. Naja, du würdest auch nicht gerade salonfähig aussehen, wenn du ins Wasser fielst, nicht? Ja, die zittert ja vor Kälte. Ja, miau. Und jetzt? Jetzt lassen wir sie eben laufen. Ja, wenn es Sommer wäre, schon. Aber heute? Das ist saukalt. Hm. Du, ich habe mal gehört, dass Katzen besonders leicht Lungenentzündung bekommen. Ja? Ich glaube, ich wickel die einfach in meinen Wollschal. Komm her. Da drin ist es schön warm. Ja, ja, das passt dir. Ihnen rennt das Wasser unterm Schal raus. Hä? Und die Hose ist auch ganz nass. Ach, das ist jetzt egal. Komm, wir müssen nach Hause und die Katze ins Warme bringen. Und Papi kann Katzen nicht leiden. Ich glaube, die darf ich nicht mitbringen. Was? Mm-mm. Ach, du... Na ja, vorerst kann sie ja bei mir bleiben. Ausgesehen habe ich, als wäre ich auch ins Wasser gefallen. Na, der Maxel hat dann Milch geholt und ich habe die Katze inzwischen trocken gerieben. Oh, sie hat sich alles brav gefallen lassen. Auffallend brav sogar. Und dabei hat sie mich mit einem Blick angeguckt. Mit einem Blick, also ich muss schon sagen, dieser verständige Blick. Vielleicht will sie noch mehr Milch. Ja Gott, wer weiß das? Willst du noch mehr? Ja. Hoffentlich fehlt ihr nichts. Innere Verletzungen und so. Ach, ja. Wenn so ein Tier reden könnte, nicht? Dann wüssten wir jetzt, was sie will. Ach, hoffentlich miaut die nicht den ganzen Tag. Schließlich, ich muss doch arbeiten. Himmel, ich müsste ja schon längst wieder an meinem Schreibtisch sitzen. Ich soll doch morgen die Geschichte abliefern. Ja. Komm, komm, Maxel, leg sie in die Nähe vom Ofen, dann soll sie schlafen. Hoffentlich schläft sie auch. Ich störe sie jetzt nicht lang. Ich muss sowieso gehen. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen, Maxel. Miau. Still jetzt, ich muss arbeiten. Wo war ich denn? Ach hier, das Schiff war dem Sturm hilflos ausgeliefert. Kurz bevor es versank, rief der Kapitän. Hallo, Sie. Hallo, Sie. Ach, das ist doch Quatsch. Kein Kapitän ruft Hallo, Sie. Wie bitte? Hallo, Sie. Ja, wer redet denn da zum Kuckuck? Maxel, bist du noch da? Oh, bitte lass doch jetzt die Witze. Der Maxel ist gegangen. Nur noch ich bin da. Entschuldigung, dass ich spreche, aber... Ja, jetzt schlägt aber 13. Wer ist denn da? Ich. Wer denn? Ja, wo sind Sie denn? Ach, im Schrank. Ach, jetzt weiß ich's. Unter der Couch, was? Lassen Sie doch die Sucherei. Ich, die Katze, spreche mit Ihnen. Darf ich mich vorstellen? Musch ist mein Name. Ich hab's ja gewusst, dass ich nochmal überschlappe. Anton Pfister,
Jetzt sei ganz ruhig. Setz dich hin, ganz ruhig auf den Stuhl. So, entspannen, locker, ganz locker. Vorsichtig den Kopf drehen. Also wenn Sie solche Tonübungen machen, kann ich kein vernünftiges Wort mit Ihnen reden. Nicht? So? Habe ich Sie für klüger gehalten? Was ist denn schon dabei, wenn eine Katze reden kann? Dabei? Och, nichts, nein, gar nichts. Seien Sie, Herr, wie war doch gleich Ihr Name? Pfister. Anton Pfister. Ach ja, Herr Pfister. Also Ihr Gesichtsausdruck ist in diesem Augenblick nicht sehr klug, Herr Pfister. Nein, so. Vielleicht bringen Sie das Gesicht zuerst in Ordnung, bevor ich weiterrede. Mein Gesicht? Ja, sofort. Das Reden liegt bei uns in der Familie, wissen Sie? Nein. Schon mein Urahn, der Kater Hedi Geigei, konnte sprechen, sogar in Versen. Ist Ihnen mein Urahn ein Begriff? Nein, ich hatte leider nicht die Ehre. Ja, er lebt ja auch schon lange nicht. Ach so. Aber ich lebe. Und ich rede auch, wenn auch nicht in Versen. Ja, ich merke es. Eigentlich habe ich mir hier vorgenommen, nie mehr mit einem Menschen zu reden. So? Ja, die benehmen sich immer so dumm. Aha. Sie schreien um Hilfe oder gehen zum Arzt. Früher, wissen Sie, in meiner Jugend, da habe ich es ein paar Mal versucht. Daraufhin musste eine Dame ins Sanatorium und Herrn Schledon wurde der Führerschein entzogen. Weil er sich vor den Ohren eines Polizisten laut mit mir über die Verkehrslage unterhalten hat. Nein. Miau. Ach, miauen können Sie auch. Es beruhigt mich. Bisweilen. Aber als ich vorhin im Wasser lag... Ja, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Wie sind Sie denn vorhin in das Wasser gekommen? Von der reinen Dummheit von mir. Ah. Wollte einen Vogel fangen und bin dabei zu weit gesprungen. Hab zweimal um Hilfe gerufen. Das eine Mal ist gleich ein Polizeiboot losgefahren. Ich glaube, die suchen jetzt noch den Menschen, der geschrien hat. Ach, das ist... Bei meinem zweiten Schrei sprang ein Mann in den Bach, um mich zu retten. Und weil aber alle Leute meinten, er habe um Hilfe gerufen, zogen sie ihn wieder raus. Können Sie sich vorstellen, dass ich keine Lust mehr zum Schreien hatte, als ich Sie sah? Na ja, wer denkt aber ja, auch... Niemand denkt, das ist es ja. Aber jetzt wäre es sehr reizend von Ihnen, wenn Sie einen Kamillentee für mich machen würden. Gegen Schnupfen, verstehen Sie? Kamillentee? Ja. Kamillentee? Ja, sofort, natürlich. Denken Sie nur, wenn es Ihnen keine Umstände macht. Nein, gar nicht. Sonst bin ich keineswegs anspruchsvoll. Das beruhigt mich. Ein bisschen Milch genügt. Ja. Mäuse fange ich mir selbst. Das ist gut. Ja, hier gibt's gar keine Mäuse. Ja, Sie werden mich ja nicht immer in der Wohnung eingesperrt halten wollen. Ich bin viel nützlicher, wenn ich meine Freiheit habe. Nützlicher? Ja. Aha. Wieso? Wem denn? Ihnen, mein Lieber. Ich sehe als Katze Dinge, die Sie nie sehen. Ich kann Gespräche anhören. Wer nimmt sie schon beim Reden vor einer Katze in Acht? Aha. Ich werde alles wissen, was hier herum passiert. Nein, ich stecke nicht gerne meine Nase in andere Leute Angelegenheiten. Das sagen alle Menschen und tun es dann doch. So? Ja. Ja. Ja, dann mache ich jetzt mal... Mach den Kamel, den Moment jetzt. Ich war so durcheinander, dass ich den Topf fallen ließ... Salz statt Kamille ins kochende Wasser warf und dann auch noch das Wasser in den Herd schüttete. Ich wundere mich heute noch, dass der Tee ein Tee geworden ist. So. Ja, wie ich sehe, dampft der Tee noch. Oh. Hm. Würden Sie so freundlich sein und ihn etwas anblasen? Ich kann so schlecht blasen. So, aber selbstverständlich... Ich überlege mir, ob ich bei Ihnen bleiben soll. Mir gefällt, dass Sie im Erdgeschoss wohnen. So. Ja. Sie selbst gefallen mir übrigens auch. Das freut mich. Wir können es ja mal probieren, meinen Sie nicht? Oh, schon. Aber ich bin Junggeselle. Ich muss viel arbeiten, meine ich. Und wenn Sie... Sie können getrost du zu mir sagen. Menschen sagen zu Katzen meistens du. So. Der Kamillentee ist jetzt richtig. Bitte sehr. Übrigens sagen Katzen zu Menschen zwar miau, aber das ist auch so viel wie du. Aha. Wie heißt du eigentlich? Ich meine, wie rufen dich die Menschen, die du zu dir sagen? Anton. Ja, ganz gute Freunde sagen Toni.
Dann sage ich Toni zu dir. Gut. Toni? Ja? Musch? Hm? Ach, Musch. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte. Das hältst du aus. Du darfst nur niemandem erzählen, dass ich sprechen kann. Das hätte fürchterliche Folgen für dich. Ich rede auch nur mit dir. Hm, so. Ich schwöre es bei der Vorderpfote meines Großvaters. Ja, ja, ja. Schwörst du auch? Ich weiß nicht recht. Überleg dir's. Ja, gut. Geh jetzt auf Mäuse fangen. Ach, wenn ich doch sage, es gibt hier keine Mäuse. Vielleicht fange ich auch was anderes. Einen Fisch vielleicht? Ach, Fische gibt's hier doch auch nicht. Mal sehen. Bist du so freundlich und öffnest mir die Tür? Bitteschön. So. Den Umstand mit der Tür könnten wir uns sparen, wenn du mir da eine kleine Klappe hineinmachen ließest. Muss ja nicht die Wohnungstür sein. Die Balkontür wäre besser geeignet. Ja, ganz wie sie... wie du meinst. Ja, wiedersehen. Wiedersehen. Musch, falls du dich zurückfinden solltest, ich wohne in Haus Nummer 5. Guten Tag, Frau Eichinger. Guten Tag, Herr Füßer. Haben Sie mir eben was zugerufen? Nein, nein, meiner Katze. Deswegen brauchen Sie doch nicht rot zu werden. Bin ich... Wiedersehen. Wiedersehen. An sowas muss man sich wirklich erst gewöhnen.